Hey ihr, es gibt viele, die sich fragen, wo bleibt denn das VILD-Video? Und ihr habt recht, es ist so, dass ich in den letzten Wochen das immer mal wieder versucht habe, fertigzustellen, aber ich habe es als erstes mal komplett so wie meine alten Videos gemacht, das heißt, einfach nur hingesetzt und die ganzen Infos, die ich gesammelt habe, einfach vorgetragen. Und das wollte ich nicht nochmal machen, sondern wollte es ein bisschen actionreicher machen, ein bisschen cooler machen. Und das habe ich dann auch hingekriegt, das heißt, mit ganz viel Bewegung drin, mit Skyrim, da habe ich eine Szene aufgenommen und allem drum dran. Und das habe ich geschnitten und habe es auch schon hochgeladen gehabt. Nun, dann habe ich mir das nochmal angeguckt und ich habe mir gesagt, nee, so willst du das nicht hochladen, weil das ist noch nicht das, was ich damit vorgehabt habe. Das ist nicht das, was ich wollte mit dem Video. Und ich habe es früher mal gemacht, dass ich die Videos dann trotzdem hochgeladen habe, weil ich gesagt habe, oh, geht doch eigentlich, aber jetzt möchte ich das auf jeden Fall nicht machen. Ich möchte nur die Videos wirklich so hochladen, wie ich es wirklich am Ende auch haben wollte. Und es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen länger dauert. Aber durch Weihnachten so ist das auch ein bisschen verschoben worden, von den ganzen Dreharbeiten auch her. Nur, ja, damit ihr wisst, was damit ist mit dem VILD-Video. Ich habe es komplett fertig gehabt, aber habe mir gesagt, nee, tut mir leid, das geht nicht. Ich wollte es anders haben und ich wollte es besser haben. Und ich will die Qualität auch so dann am Ende haben, wie ich das wollte von Anfang an. Und ja, das einfach nur zum VLD-Video. Ich bin gerade noch am Schneiden von dem YouTube-Space-Party-Ding. Da sind verdammt viele, ich habe jetzt, weiß nicht, verdammt viele Videoschnipsel schon drin. Das wären drei Teile, wie es aussieht. Alle so ungefähr 10 Minuten lang, 10, 15 Minuten lang. Werden alle gleichzeitig hochgeladen. Ich will nicht das machen, dass sie so einzeln hochgeladen werden. Sonst wäre das doof, wenn da so ein paar Tage dazwischen sind. Ich mache das jetzt noch fertig. Und versucht das dann so schnell wie möglich hochzuladen, die drei Teile gleichzeitig. Und dann kann man sich die am Stück angucken oder je nachdem, wie man Bock hat. Ja, heute ist Heiligabend. Es ist endlich Heiligabend. Es kommen heute ganz viele Leute, Verwandte von uns und Oma, Opa, alle sind hier. Und ich freue mich voll. Es ist einfach, je älter man wird, desto mehr mag man dieses Zusammensitzen. Diese Geschenke sind irgendwie gar nicht mehr so wichtig, sondern es ist einfach nur das Zusammensein, das miteinander essen, einfach Geschichten hören und reden, die ganzen Sachen. Das ist einfach viel cooler und es geht einfach nicht mehr um die Geschenke. Und das merkt man einfach, wenn man älter ist. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt schöne Festtage, schöne Feiertage jetzt. Ich hoffe, ihr habt Urlaub oder Ferien. Das ist nämlich wichtig, weil zum Ausspannen ein bisschen chillen. Ich habe jetzt auch bis zum 4. Januar, glaube ich, wieder Urlaub. Und ja, es ist kein Schnee, aber trotzdem ein bisschen gemütlich kann man sich machen, ein paar Kerzen anmachen. Ich habe hier Kerze. Sieht man das? Wunderschön, oder? Ich liebe diesen Desktop-Hintergrund. Das ist. Aus welchem Spiel ist das? Könnt ihr raten, aus welchem Spiel das hier so eine. Diese Inspiration genommen wurde für den Desktop? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und ich wünsche euch schönen Feiertage, habe ich schon gesagt. Ich wünsche euch ganz viele klare Träume. Jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht wegen dem ganzen Runterkommen. Vielleicht gibt es da viel mehr Klarträume bei euch auch. Ich hoffe, bei mir natürlich auch. Und VILD, wie ich gesagt habe, ich versuche das jetzt in den nächsten Tagen so zu machen, wie ich das wollte. Und das kommt dann auch bald hoch. Das wird dann ein bisschen länger dauern als dieses Vlog, YouTube Space und sowas alles. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.